Vorbereitungen für den Schutzengellauf 2012. Nahezu unübersehbar ist die Anzahl der Sportler, die sich hier auf dem Vorplatz am Luther-Gymnasium eingefunden haben. Spaß an der Bewegung haben und dabei etwas Gutes tun. Das ist auch in diesem Jahr wieder der Gedanke beim Schutzengellauf in Hartha. Thomas Böttcher von Radio RSA startet jetzt den Lauf. Schutzengellauf 2012. Und ich eröffne den Lauf hiermit und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Etwa 45 Teams mit je 4 Läufern stehen am Start. Die ersten Läufer jedes Teams gehen auf die Strecke. Nacheinander laufen die Teilnehmer eine Runde um das Gymnasium. Jeweils im Wechsel und das 60 Minuten lang. Im Vorfeld hatte sich jedes Läuferteam einen Sponsor gesucht. Ganz so, wie es im modernen Sport heute üblich ist. Zu den Sponsoren gehört auch die Parkapotheke. Leiterin Monika Koch ist als Zuschauerin hier mit dabei. Nach jeder gelaufenen Runde gibt es als Bestätigung ein Gummiarmband an das Handgelenk. Zu den ganz jungen Läufern gehört Pascal aus der Klasse 5D des Gymnasiums. Jetzt, nach der Hälfte der Zeit, kann er schon eine beachtliche Anzahl von Gummibändern vorweisen. 10, 11, 12 Bänder. Doch die Jagd nach den Gummibändern geht weiter. Die Sportler kämpfen verbissen. Es geht um einen guten Zweck. Alle erlaufenen Sponsorengelder kommen dem Verein der Mukoviszidose kranken Kinder zugute. Auf der Strecke sind diesmal nicht nur die Schüler des Gymnasiums. Auch viele Pestalozzi-Mittelschüler nehmen heute am Lauf teil. Warum geht's mir da so schlecht? Mittendrin laufen auch einige Teams von Lehrern und Eltern beider Schulen. Der 11-jährige Pascal hält gut mit und ist hier schon wieder auf der Jagd nach dem nächsten Gummi. Ein Regenschauer erfrischt die Läufer, doch keiner gibt auf. Eine Minute noch, Hannes! Während die letzten Läufer noch auf der Strecke sind, kann Thomas Böttcher als Schirmherr der Veranstaltung schon eine positive Bilanz des Tages ziehen. Im vergangenen Jahr haben wir an gleicher Stelle mit unserem Schutzengellauf knapp 4.000 Euro erlaufen. In diesem Jahr, Stand jetzt, ist es doppelt so viel. Das ist euer Applaus, das habt ihr organisiert, das habt ihr gemacht. Wir sind jetzt Stand bei knapp 8.000 Euro, die zusammengekommen sind heute. Blondschopf Pascal bringt auf den Punkt, was viele der Läufer zum Mitmachen hier motiviert hat. Also ich bin mitgelaufen, weil die Menschen mit Mukoviszidose, denen geht es ja schlecht und die brauchen unsere Hilfe. Bis nächstes Jahr, ich glaube im Namen der Veranstalter zu sprechen, wir sehen uns wieder nächstes Jahr, gleiche Zeit, gleicher Ort und dann rennen wir wieder für einen guten Zweck. Dankeschön an alle und feiert noch schön und an die Schüler. Schöne Ferien und schöne Zeugnisse morgen. Dankeschön!